Herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind wieder unterwegs. Ich drehe gerade einen Vlog und zwar sind wir in Breitengüßbach unterwegs, Mittelaltermarkt, Helmuts Hofschenke. Und mit dabei ist Freya. Geh mal weg. Geschminkte Alina. Geh mal weg. Zickig Helena. Lau. Und wer ist das hier? Geh mal weg. Da geht's zum Eingang. Und hier ist dann das Lager. Da werden wir nachher mal durchgehen und werden wir schauen, wer, wie, wo, was hier am Start ist. Ja, dann würde ich sagen, bis nachher. So, dann nehmen wir euch doch mal mit und schauen mal, was es hier so gibt und was es nicht gibt. Ich bin mal gespannt, ob es jemanden gibt, der mir nur das Armband besorgt. Hat es geheißen, ich kriege nur das Armband. Persönlich dafür verantwortlich ist diese Dame. Das ist eigentlich immer wunderschön. Da hinten haben sie ein Riesenrad aufgebaut. Das ist ein Riesenrad. Ja, das ist das, vor allen Dingen das erste mechanische Riesenrad, das wird noch mit der Hand bearbeitet. Hier könnt ihr, wenn ihr wollt, diverse Mittelalter-Sachen kaufen. Wenn ich meine Überlebung. Ja, so ist es. Aber ich hab jemanden dabei, das ist der Fitline-Band. Servus. Also nicht live, oder? Ne, live sind wir nicht, das muss ich erst noch hochladen. Die Damen müssen aufs Klo. Hallo, ja. Nimmst du auf? Du kommst jetzt ins Doch, Fernsehen. Ich muss jetzt aufs Klo. Du kommst jetzt aufs Fernsehen. Die muss aufs Klo. Eigentlich ist immer die Person dafür verantwortlich, aufs Klo zu müssen. Aber dieses Mal haben wir zwei dabei. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns nachher, wenn wir mal eine große Runde gehen und so. Und bis später. So, rechts, links, links, rechts. So, also wir gehen jetzt mal durchs Lager und schauen mal, was es so an Weglager da gibt. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal los. Hallo, kleine Lina ist auch dabei. Kleiner Lina ist auch dabei. Kleine Lina ist auch dabei. Ja, Bernd ist dabei. Oh. Tina ist dabei. Wauzi ist dabei. Alle sind dabei. Hey. Hallo? Ah, sie ist auch dabei. Und du bist auch dabei. Und Klein Lien. Da war ein Ritter, hat er zu dir gesagt. Da war ein Ritter? Hallo. Papa, du hast Klein Lien. So. Schaut mal, hier gibt's schöne Holzsachen. Hallo. Du bist jetzt im Fernsehen. Wer? Also. Er war im Mittelalter ein bisschen schwierig, aber... Hey, Thomas, aber da gibt's auch welche, ne? Nein, lass es stehen. Guck mal. Er will den Torshammer oder so. Ja, aber den Torshammer oder so. Den will er haben. Als Lederband. Armband. Gucken wir einfach nochmal durch. Vielleicht wird hier irgendwo. Wird ja irgendwo was sein, dann kommen wir auf jeden Fall nochmal zurück. Ja, Freunde, und das hier ist das Lager, wo die Mittelalter-Menschen lagern. Wenn man so will. Ja, und das ist der Mittelaltermarkt Gut Leimershof. Hat ja jetzt 2 Jahre lang stattgefunden. Jetzt endlich mal wieder. Hier ist ein Schmied gewesen. Der ist nicht da. Schmied ist weg. Schmied ist nicht da. Oder aufs Bein. Also du kannst mich mal nicht beschützen, sehe ich schon. Zeig ihm, dass es geht.
Komm, Lena. Eine Runde machen wir jetzt noch. Mein Vater will beschützt werden. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, wer das ist. Ja, es wird aber Zeit jetzt. Ah, war jetzt Womanpower oder was? Ja, jetzt kommt die Sache. Hat du gut, Mensch? Ja. Oi, oi, oi. Magst du ja die Wand nicht, ne? Nee, die magst du nicht. Kollegin vom Show. Ah, ja, ja, ich war schon. Ja, schweif mal. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Versuch mal wirklich nur den Abend quasi aufzunehmen. Okay. Ja, ist doch nicht freundlich. Das war die Scheibe. Das war zumindest schon mal ein Ansatz. So, jetzt kommt die Alina, kommt jetzt dran. Die war im Mittelalter, war die mal Axtwurf-Weltmeister. Es schaut zumindest schon mal besser aus. Das liegt in der Familie, oder? Ja, 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 ja. Das ist irgendwie so. Was andere Leute gebaut haben, machen wir kaputt. Ja, oder, ja. Rio? Ja, ja. Alina? Das Runde hier ist das, was du treffen solltest. Das Runde, das, was dein Vater da herhält. Ach, das, was auf seiner Brust ist? Alter. Okay. Warte! Was? Nochmal. Nochmal? Ja, was ich gesagt habe. Okay. Jawohl! Alter! Alter, sie hat einmal getroffen. Yeah! Mama, die dreht ja auch rein. Voll schief! Hat sie Angst? Aber getroffen. Egal, im Gegensatz zu dir geschleppt. Warte. Den anderen, den warte, sie warte, trifft, warte. Der fragt dann auch nur, ob er gerade oder schief getroffen hat. Das stimmt einfach, wenn es nach schief trifft, ist das so eine Geschichte. Trifft doch einfach. Grüß dich. Grüß dich, wir machen gerade Axtwurf-Weltmeisterschaft. Ja, ja. Ich habe gesagt, oh. Sie kann mich beschützen jetzt. Jetzt können wir hier durchlaufen, ohne dass ich. Jetzt musst du aber ich brauche erst mal. Ja, mach mal jetzt mal. So, jetzt kommt der AKA, der Killer. Komm, Lehnchen, ich schaff das. Nicht so breit wie ich bin nur größer wie du, ich muss runter. Wenn du mir jetzt zeigst, dass ich ein schlechter Lehrer bin, gell? Ja, dann pass auf, wenn sie dir zeigt, dass er schlechter Lehrer ist, ich verprügel sie dann, wenn sie keiner sieht. Na? Ich schreie auch ganz leise, aber richtig schön wie mit. Okay, mach ich. Hypnotisiert du sie oder erklärst du ihr was? Jetzt bin ich gespannt. Zack, durch die Wand geworfen. Was, Schatz? Der Hund schon wieder. Ach, wir sind jetzt bei Theorie. Er stellt ja einen schlechten Lehrer. Na, und ihr habt euch ein Met mitgenommen? Nein, das haben wir nicht. Ein Met? Hast du dir ein Met mitgenommen? Nein. Nein. Für ein schönes Tonbuch. Alter! Sie hat getroffen! Gleich beim ersten Mal! Ja? Scheinbar bist du doch ein schlechter Lehrer! Ich meine, der Wikinger blutet dann zwar am Knie, aber. Gar nicht so dramatisch. Vielleicht ist es ja ein kleiner Wikinger. Ein kleiner Wikinger? Dann war es halt das Ohr. Gab es denn überhaupt kleine Wikinger? Ich weiß es gar nicht. Nimm die Vorderseite. Hau rein. Wir sehen uns. Ich drehe gerade so einen kleinen Vlog für den YouTube-Kanal. Oh. Dann stell mal online. Ja, mach ich dann nachher schon, wenn wir morgen da haben will. Hau rein, ciao. Das ist demnächst, ne? Das ist die leichte. Ja, die ist genau richtig für mich. Genau so schaut aus. Geh nochmal rein. Das gleiche Spiel von vorne. Kräftig ziehen und losgehen. Außer rein! Ist egal, wir jubeln! So, da ist das zweite Lager. Das zweite Lager, von da oben sind wir gekommen. Beim Männerklo kennst du vielleicht mehr Glück. Thank you.
heißt, sie muss zur Seite im Ausfallschritt und der Oberkörper muss in die Richtung schauen, wo sie hier hinschießt. Ja, ja. Ja, und dann kriegt sie nämlich den Oberkörper frei vom Platz her, dass sie schießen kann. Ja, wenn sie nach vorne stehen bleiben, dann spannt der Arm, der kann quasi nicht voll ausziehen. Das funktioniert nicht. Ne? Also kein Jäger, das heißt, wir verhungern. Ich kann mit dem Gewehr umgehen. So, bist du Schützerei? Okay. Aber es wird schon. Die Richtung passt. Richtung stimmt. Also, gehen wir mal zum zweiten Schützen. Und wie schaut's aus? Bist du ein Jäger? Ja, nein? Ja, nein? Danke, dass du mich abgelenkt hast. Warum bin ich jetzt schuld? Ich habe dieses Kaninchen fast getroffen. Das Kaninchen? Ja. Also kriegen wir wenigstens Kaninchen. Ja, das siehst du den Pfeil vor dem Kaninchen. Aha, aha. Der Lars wird dann mein letzter Mann. Also ich habe jetzt, mal geschaut, ob meine Jägerinnen Jäger werden. Leider werden meine Jägerinnen kein Jäger, das heißt, wir kriegen nicht mal Hase. Sie ist schuld. Die Karina will jetzt was zu trinken geben. Ciao, ciao. So. Warte, die wollen noch ihr Henna tatschen. Was ist das Zeug? So, hier geht's dann wieder raus. Hier geht's dann. Fahndet euch, hallo, fahndet euch. Hier geht's dann vorbei an der Security. So. Das war der Vlog zum Mittelalter-Spektakel Gut Leimershof. Und ihr kennt das Spiel. Glocke, abonnieren. Und hier hat dann Lenchen ein Hanna-Tattoo. Henna. Ach, Henna. Ein Hennen-Tattoo. Henna. Ah, also jetzt, jetzt wisst ihr Bescheid. Ja, und dann würde ich sagen, ihr kennt das Spiel. Glocke abonnieren, Kanal abonnieren, Kommentare schreiben. Man sieht sich.